Hervorragend. Dann schmeiße ich mal Stein, schwarzen Marmor, Holz und den ganzen Müll schon mal rein. So. So. Yggdrasilholz. Zack. Ne? Und das meine ich. Dann haben wir es wieder ein bisschen aufgefüllt. Ich weiß nicht genau, ob wir es schon von der To-Farm-Liste, meine ich, streichen können. Ich würde sagen, noch nicht. Oder? Obwohl das ja eigentlich schon okay ist. Aber ich glaube, wir machen noch eine Fuhre. Komm. Wir gehen gleich nochmal los. Und hier mache ich außerdem noch eine Fuhre an. Also, her damit. Halt. So. Und auch her mit dem ganzen Stuff. Oh, Alter. Da kommen die Waren alle wieder, ne? Komm, haben wir Kohle, ist alles wieder gut. Hat sich die Halle des Bergkönigs doch gelohnt. So, Eisen und Kupfer. Und Eisen müssen wir auf gar keinen Fall mehr einschmelzen. Hätte ich gar nicht einschmelzen müssen, glaube ich. Einfach, weil wir so viel von den Dingens bekommen. Zack. Halt. Das hier hin und das dorthin. Und da haben wir Kupfer. Haben wir hier noch mehr drin? Ich nehme mal 2 raus. So. Und Eisen. Was brauchen wir denn? Theoretisch ein bisschen Zinn, wa? Weil wir haben hier so viel. Mache ich mal. Keine Ahnung. Ein Zwambo? Ja, los, komm. Ein Zwambo. Und außerdem 10er Eisen vielleicht noch. Wenn wir das Erz wegkriegen. Anschuhe. Ich mache einfach mal. Hauptsache, wir haben hier alles ausgekostet. So. Hier rein. Zinnerz. Na ja, gut. Brauchen wir gar nicht so dringend, ne? Wir brauchen viel, viel dringender Kupfer. Also auch wenn wir Bronze machen wollen, haben wir einen dringenden Bedarf. Vor allem an Kupfer. Wir brauchen ja mal 2 Barren Kupfer und 1 Barren Zinn. Tatsächlich braucht man im echten, also für echt Bronze, noch deutlich weniger Zinn. Tatsächlich besteht Bronze fast, also zum größten Teil aus Kupfer und nicht Verhältnis 2:1. Aber wenn sie das mit echtem Verhältnis gemacht hätten, wäre das, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Hä? Habe ich mich verzählt? Müsste ich nicht noch 10 haben? Warte mal. Erz. Ja, komm hier, 10. Zack. Und rein damit. Ganz ehrlich. Was mache ich hier, solche Anstalten? So. Und sind hier 18 oder 19? 19, gut. Dann muss hier noch einer verbraucht werden. Für den 20. Mach mal hinne bitte. So. Und dann schmeißen wir auch hier nochmal eine Fuhre an. Einfach, weil wir dringend Schwarzmetall brauchen. Oder brauchen wir? Ich glaube ja, ne? Ich glaube, wir hatten alles weggemacht. Ja, brauchen wir dringend. Dann Kohle. So. Und Erz. 20. Das werden wir jetzt noch ein paar Mal anmachen. Das geht ja Gott sei Dank auch recht schnell, ne? Weil die auch, ne, so nebeneinander liegen und so. Finde ich auch ganz bequem. Beim Hochofen. So. Halt. Und dann hier ein. Und dann da auch noch ein. Na komm. Na los. So. Perfekt. Dann die Kohle zurück. Und dann würde ich sagen, wir gehen pennen. Oder? Ja. Ja, machen wir. Hä? Wird es gerade erst abends? Bin ich bescheuert? Kam mir so vor, als wäre es nachts. Ah ne, wir sind ja gerade zurückgegangen, weil wir überladen waren, ne? Na gut, aber es ist auf jeden Fall abends und wir können pennen gehen, deswegen gute Nacht! Guten Morgen! Oh, viel besser mit den Lampen, oder? Ja, ich finde es viel besser. Sehr gut. Und da würde ich sagen, wir... Oh, Entschuldigung. Wir gehen mal direkt wieder zum Portal. Und wir holen noch eine Fuhre Yggdrasilholz. Und dann würde ich es von der To-Farm-Liste nämlich streichen. Aber so, dass wir noch einen Stack irgendwie holen oder 2. Ne? Warte mal, ich gucke nochmal, wie viel haben wir denn jetzt? Ja, das ist doch stabil. Let's go. Und ich würde sogar eventuell noch ein Dingens suchen, ne?
Allerdings werden wir dann überladen, wenn ich wieder alle mitnehme, ne? Nochmal, wenn ich das alles mitnehme. Das mitnehmen. Und der hier passt dann nicht mehr, ne? Ah, doch. Ganz knapp. Hä, wieso können wir es jetzt mitnehmen? Eben gerade nicht. Ich glaube, wir hatten andere Sachen dabei. Deswegen ging es nicht, ne? Aber warte mal. Das können wir entfernen. Hier haben wir einen Yggdrasil-Wald. Die zwei Gesichter. Hm. Hier ist ein böses Camp. Oh. Hm. Wollen wir mal zu der Ruine gehen und die abfarmen? Und währenddessen gehen wir da zu Yggdrasil. Oh, ich habe aber Angst vor den Zwergen, ehrlich gesagt. Weil, ey, wenn die böse auf uns sind, machen die uns so platt, ne? Aber gut, wie auch immer. Hier, warte mal, der hier sieht gerade so gut aus. Den nehme ich mal mit. So. Ach, kann ich gar nicht tragen, ne? Shit. Ich guck mal, ob es vielleicht doch passt. Ansonsten droppe ich was. Droppe ich normales Holz zum Beispiel. Nein! So viel zum Thema, sieht lecker aus. Und schon ist er an einer sehr, sehr ungünstigen Stelle gelandet. Na gut. Zack. Na komm. Hm, das dachte ich mir. Ich schmeiß mal Holz weg. Wir brauchen nur 30. Ich mach mal so. Wie Yggdrasil-Holz? Ach, kein Platz im Inventar. Na klar. So. Ich wollte gerade sagen, das wiegt doch genauso viel wie Holz, oder? Gewicht 2,0? Ach so, 10 gesamt. Ah. Oh, das ist neu. Gewicht 2, 40 gesamt. Das ist ja praktisch. Ah, eine Änderung. Interessant. Ja, das ärgert mich jetzt, dass wir überladen sind. 2 müssen weg. Wenn ich ein Holz wegpacke. Na, mach ich mal. Obwohl, ich würde eigentlich auch ganz gerne den Baumstamm hier unten noch haben. Ja, shit, das habe ich mich doch ablenken lassen, ne? Ich gehe mal kurz nach oben zur Ruine. Ich mache außerdem mal Eiktür an. Toll. Und schon mal nach ganz unten, super. Hm, wie kommt man da hoch? Die Kante wird schwer, ne? Ich guck mal, ob ich trotzdem da irgendwie hinkomme. Ja, hier, ne? Hier die Kante hoch. Nein, die ist zu steil. Warte, ich habe eine Idee. Ich jump mal hier drauf. So. Und hier. Ich mache außerdem mal mein Energieschild an. So. Und wenn ich hier oben drauf bin, kann ich dann rüber sliden. Das wäre sehr nett. Na komm. Hoch da. So. Ausdauer. Das wird schwierig, ne? Weil ich glaube, da komme ich auch nicht hoch. Ich probiere es einfach. Hä, warum will ich da überhaupt hoch? Da ist doch die Ruine. Ach, das ist eine andere Ruine. Nee, das ist die, die ich meinte. Gut. So sei es, dann kümmern wir uns erstmal um den da. Ah, der hilft mir schon beim Abbauen. Das ist aber nett. Gut. Dann mache ich mal verschiedenes. Nein, Herstellung. Zack. Den. Zack. Schmiede. Fehlt ein Holz. Das holen wir uns hier vorne. Ah komm, hier muss doch irgendwo ein Bäumchen sein. Hä? Sehr gut, Zwerge. Das habt ihr ja sehr gut gemacht. Aber das ist Holz, das ich brauchen kann, ne? Warte mal. Nein! Scheiße. So, da haben wir das Holz. Und dann mache ich die Schmiede hier auch hin. Ich glaube, die brauche ich hier gar nicht, ne? Fällt mir gerade auf. Gut. Was auch ever. Weg damit. So. Ich hoffe, der Hammer hält das aus. Ich glaube aber ja. Ansonsten haben wir das Portal ja hier. So, das hier weg. Nichts darf blau sein. So. Das ist blau. Das ist blau. Der hier auch. Sehr gut. Das klingt doch hervorragend, wie hier alles einkracht. So,
der ist noch blau, der. Und die alle weg. So. Und dann natürlich noch die Stützen. Ah, die sind ganz schön stabil, wa? Na gut, okay, sind ja auch mit Kupfer verstärkt. So. Und zack. Sehr gut. Ich check gleich, ob alles... Also, ob nichts mehr blau ist. Ich mach mal so, ne? Damit wir den vollen Schaden reindrücken. Ja, der hier hält zwar nichts, aber den mache ich trotzdem weg. Weil der gibt ja trotzdem Kupfer. So. Hier noch. So. Sehr gut. Den hier noch. So, und den. Und ich überlege jetzt auch gerade, die Workbenches zu entfernen. Mache ich auch, warte mal. So, und dann mache ich das und das weg. Schmeiße hier den ganzen Müll hin. Stimmt, das Portal habe ich gar nicht gebaut, ne? Gut. Dann geht mal kurz alles her, so. Ich weiß nicht genau, ob ich genug Holz habe. Jetzt habe ich es definitiv. Und wir bauen die ganzen Workbenches hier nochmal hin. So. So. Und den hier. So. Und natürlich das Portal. Zack. Und X. Und jetzt checken wir nochmal, ob hier alles auch schön einkracht, wie es soll. Das ist zwar alles rot, aber das dauert mir zu lange. Ich trenne die mal, damit die gesondert voneinander ausrechnen. Also die ihre Statik ausrechnen, ne? Ich glaube, ihr versteht. Oh, das hier ist auch blau. Na klar. Das ist hier in der Mauer drin. Die muss ich manuell entfernen. Und den hier auch, ne? Der ist blau. Der ist blau. So. Und dann versuche ich mal da hoch zu jumpen, wenn das geht. Nein! Geht nicht, ne? Na komm, lass mich da drauf. So, perfekt. Der ist blau, der ist blau. Die hier weiß ich gar nicht, ne? Die könnten auch blau sein und das ja alles halten. Warte mal. Den hier auch weg. Ja doch, der kracht ein. Und der da oben könnte alles halten. Warte mal, ich gehe mal auf den Stein drauf und mach auch das Ding kaputt. Oh, Aktiv wird gar nicht mehr. Habe ich ja übel wasted. Aber ich freue mich schon gleich, diese Bäume da wegzukloppen. Und hier oben haben wir sogar noch einen. So. Den nehme ich auch gleich mal mit. Wo wir gerade hier oben sitzen. Stehen. So. Sehr gut. Roll mal bitte runter. Und das hier, ne? Das meine ich. Das ist noch blau. Ja, roll mal gerne nach da. Und außerdem würde ich mal diesen Klotz hier entfernen, weil ich glaube, der hält das alles fest. Der da, ne? Hm, warte, warte. Ich stelle mich mal so. Hauptsache, ich treffe ihn. Sehr gut. Und es kracht alles ein. Und was ist hier mit? Ah, das wird hier gehalten. Na klar, steckt damit. Hm. Sehr gut. Und dann zücken wir unsere Axt und kümmern uns hier weiter um das Holz. Also, das nenne ich mal effizient, wa? Wir fahren hier so richtig die Mistlands ab. Komplett. Das freut mich. Alles, was man aus den Mistlands kriegen kann. Na okay, außer das natürlich, was von den Feinden kommt, ne? Sowas wie das, wie dieses Gelee oder so. Aber ansonsten, alle so Basisressourcen. Schwarze Marmor, Yggdrasilholz, die Barren. Können wir schön alles abfarmen. Oh, wir sind überladen wahrscheinlich. So, dann schmeiße ich das mal hier mit in die Mitte rein. So. Zack. Ich habe ein Vieh gehört. Das war, glaube ich, ein normaler. Normaler Sucher. Da oben ist ein Baum, den nehme ich ebenfalls mit. So. Sehr gut. Dann hier drauf. Da ist er, ne? Baradarat? Ich hab's nur aus dem Augenwinkel gesehen. Kann sein, dass was eingekracht ist oder dass er da...
angeflogen ist? Ich glaube, das war nur so eine Animation. Gut. Ich habe nur gesehen, dass sich was bewegt. Natürlich bin ich äußerst wachsam. Wir sind immerhin in den Mistlands. Ja, wie kann ich mich denn da jetzt dazwischen klemmen? Nein. Nein. Ja, so geht's. Treffe ich halt nur die Wurzel, aber was soll's. Hauptsache, der Baumstamm fällt runter. Oh, ich kann mal Ausdauerfood fooden. Food fooden. Foodlyut. So. Und dann hier hoch. Nein! Komm schon, nein! Nein, bitte nicht. Ich kann's runterfallen. Oh, sehr gut. Ich kann das an der Wurzel hier festhalten. So. Hier Ausdauer aufladen nochmal. Da war ich schon wieder zu greedy, ne? Ich könnte auch einen Ausdauertrank nehmen, aber ich will den lieber aufbewahren für Notfälle. Man weiß ja nie, ne? Nachher brauchen wir es und dann hängen wir da. Da war schon wieder was, aber ich glaube, das war wieder nur eine Einkrach-Animation. Ich hoffe es mal. So, der Baum kann auch runterrollen. Den holen wir uns gleich. Und den hier hole ich auch noch. Oh, oh. Oh, Gott sei Dank. Die sind nicht böse. Nordling. Ja, bin ich. So. Zack. Und dann machen wir den zu Kleinholz. Oh. Erstmal machen wir den zu Kleinholz. Und tschüss. Okay. Ich dachte schon, die ballern jetzt auf mich oder so. Das wäre richtig dreist. Dann werde ich nämlich aggressiv auf die. Dann wird der Spieß mal umgedreht. Das wäre natürlich auch dreist. Sie greifen mich an und sind dann feindlich, weil wir gekämpft haben sozusagen. Das wäre voll gemein. So, her damit. Her damit. Dann hier noch. Und der Baum, der hier war, ist da gerade runtergerollt. Ne, da oben ist noch einer. Soll ich den auch holen? Ja, nee, ich mache hier erstmal das kleine Holz weg. Ich glaube, das passt. So. Ja. Das ist doch ordentlich, was wir da an Ressourcen haben. Ist ja schon fast für ein, reif für ein Thumbnail, wa? Hier, ich mach mal so. Sehr gut. Ja, ja. Alles, was die Mistlands zu bieten haben. Und ein Karnegel. Okay, er darf leben. Er hat mich outsmartet. Nicht schlecht, Karnegel. Nicht schlecht. So. Zack. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, wir sammeln die kompletten Ressourcen zusammen. Da ist noch was. Warte mal. Der kommt auch noch weg. Und der auch. So. Dann die großen Stacks. Ich mache das mal folgendermaßen. Ich nehme mal hier die kleinen Sachen auf. Damit wir das nicht durcheinander bringen. Oh, da ist noch ein Baum. Sehr gut. Und dann schmeiße ich die Sachen mal dahin. Den vollen Stack. Den vollen Stack. Ja, mit dem Stuff. Das dauert natürlich immer ewig, ne? Weil es auch die Mistlands sind und wir die Schwade haben. Und somit nicht den Gürtel haben. So, so, so. Oh, ich würde so gerne diese Dinger bauen, ne? Unterkiefer? Hä? Kommt der denn her? Ach, das ist, glaube ich, einer, den ich da hingeschmissen habe, einfach nur, ne? Think I. Und da sind Bronzebarren. Ich glaube, die kommen von den Laternen. Bronze. Kupferbarren, meine ich. So, alle drauf da. Und hör damit. Hier ist doch mein Trashhaufen. Spam, 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 spam. Vor allem jeden Stein einzeln E drücken, ganz ehrlich. Ich mach's jetzt einfach. Dann haben wir's hinter uns. Dieses ewige Hin- und Hergerennen ist dann doch schon ein bisschen nervig. So, so. Hier noch. Das und das. Und dann schmeiß ich das mal davor. So, so. Und dann nehmen wir den hier noch mit. Sehr gut. Ja, dann würde ich tatsächlich Yggdrasil-Holz wieder von der To-Farm-Liste streichen, ne? Das haben wir dann erfolgreich abgeschlossen. Und wir haben außerdem wieder ein paar unserer Metallreserven aufgefüllt.
Eisen sowie Kupfer. So, her damit. Her damit. Dann das Yggdrasilholz. Das würde ich gerne stacken. Wo haben wir es denn? Da. Bye. Ich habe Platz im Inventar. Mache ich das mal weg und nehme das mit. Unterkiefer nicht. Das Holz will ich. Oh shit, wir sind überladen. warte mal. Super. So. Das waren die vollen Stacks. Und ich schmeiß auch hier das Kleinzeug weg. Das und das alles, was leicht ist. Dann nehme ich lieber die Sachen mit. So. Nein. Schon wieder kein Yggdrasil. Also Platz für das Yggdrasil-Zeugs. Halt. Den nehme ich lieber mit. Und ich schmeiße lieber das weg. So. Ist hier noch mehr Eisenschrott, noch mehr Kupferschrott? Jo. Hier ist noch mehr schwarzer Marmor. Sucherfleisch. Hier sind noch zwei Kupferbarren. Die lasse ich da mal liegen. Und ich würde sagen, wir gehen hindurch. Und dann können wir theoretisch eigentlich auch direkt den Stuff reinpacken, wa? Und zwar hier, schwarzer Marmor. Zack. Oh, die Kiste ist fast voll. Stein. Ah ne, Stein hatten wir nicht. Das hatte ich da gelassen. Holz. Yggdrasilholz. Zack. Und natürlich Kupfer. 28 Kupfer, not bad. Also da sollten wir, glaube ich, wieder ein bisschen was aufstocken können. Und hier mache ich mal die beiden weg. So. Ne? Kupfer, Zinn, Eisen. Eisen brauchen wir nicht mehr. Mach ich mal so. Haben wir jetzt erstmal. Und wo wir gerade hier sind, bevor wir jetzt zurückgehen, schmeiße ich nochmal eine Fuhre Kupfer an. So, damit. Und höre mit dem Zinn. Sieht richtig schön aus, finde ich, das Zinn. Dieser Barren. Richtig schönes, klares Weiß. Sieht fast noch geiler aus als Silber, irgendwie. Na, okay, das sieht schon besser aus. Aber, ne? Schon schick, diese Grafiken von den Erzen, von den Metallen. Huch. Achso, ja. Erz. Nehme ich hier zwei raus. Da haben wir noch 10 über. Und weißt du was? Dann nehme ich nochmal 10. So. Weil wir ja auch wieder ein bisschen Bronze brauchen, ne? Halt. Kohle. Dass das reicht. So. Und hier. So. Dann hier rein. Und hier. Oh oh. Wir sind immer noch überladen. Komm schon. Komm schon. Lass mich ran da. Nein! Scheiße. Ich dachte, wir schaffen es noch. Gut, dann halt nicht. So. Jetzt sind wir nicht mehr überladen. Sehr gut. Und dann mache ich ebenfalls nochmal eine Fuhre Schwarzmetall an, ne? Das hatte ich ja gesagt. Da werde ich jetzt ein paar Fuhren anmachen, weil wir dringend Nachschub brauchen. So. Rein mit der Coal. Halt, was heißt hier rein mit der Coal? Her mit der Coal. Coal vor allem. Her mit dem Kohl. Hä? Ach so, weil wir die Kohle haben, können wir die nicht komplett aufnehmen. Na gut. Rein damit. Wieso denn 19? Ach, weil hier ein Barren fehlt. Ich wollte gerade sagen, wir haben noch 20 immer eingeschmolzen. Das kann ja gar nicht sein. So. Das, das und 2. Sehr gut. So. Und dann natürlich den 20. abwarten, wie immer. Hier. Und hier. Rein damit. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, wir gehen nochmal durch, holen den ganzen anderen Stuff. Oh, schon wieder den Adguy aufgehoben. Und dann bringen wir das Portal wieder zurück, ne? Ja, machen wir. Hervorragend. Oh, der Hammer ist fast down. Oh, voller Jagd. Ja, natürlich. So. Hör damit. Oh. Warte mal. Dann kriege ich den ganzen anderen Stuff nicht mehr mit, ne? Weil wir dann überladen sind. Wenn ich das hier auch noch mitnehme. Und das alles. Ja. Da dachte ich mir, okay, Moment. Dann machen wir das folgendermaßen. So, verschiedenes.
Portal und dann bringe ich das nochmal kurz rein. Oh, ist auch noch blaue Jute. Ein Unterkiefer. Chitinpanzer, zwei Stück. Was lasse ich denn dann hier? Einen davon nehme ich lieber Chitinpanzer mit. Und mache hier nochmal X. Sehr gut. Warte. Nehme ich lieber das mit. So. Hervorragend. Und dann schmeiße ich den ganzen Müll damit drauf. Außer natürlich die Kupferbarren. So, so, so. Und die Eisenbarren. Blaue Jute haben wir auch zwei gefunden. Super. So, und das Eisen hier rein. Halt, jetzt habe ich die Kupferbarren damit. Scheiße. Habe ich es nicht gerade gesagt? Ah, was soll's. So. Perfekt. Dann kann ich das wegnehmen. Und den. Theoretisch auch hier die, das Harz mitnehmen. Und wir hatten hier keine Bäume mehr über, ne? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir hatten alles, was wir gefällt haben, auch entsprechend mitgenommen. So, das kann weg. Warum ist das Zwergencamp durchgestrichen, frage ich mich. Ist keine Ruine, aber sie ist trotzdem durchgestrichen. Hier sind Bases jeweils. Aber ja, ich würde sagen, wir gehen einfach zurück, ne? Halt! So. Jetzt gehen wir zurück. Ah, die Tür ist in 3 Sekunden durch. Ah, perfekt. Das ist sehr bequem. Aber ich darf auch nicht vom Weg abkommen. Wir müssen nach da. Soll ich noch den einen oder anderen Baum mitnehmen? Ja, den hier nehme ich auch noch mit. Komm. Es sieht einfach zu gut aus hier. Ich kann es da nicht zurücklassen. Also ich meine, auch wenn es gerade nicht mehr auf der Farm steht, kann ein klein wenig mehr ja nicht schaden. So. Und hier nochmal. Halt. Ich schieb den mal so, damit wir ihn auch treffen. Sehr gut. Könnt was zu essen vertragen. Ich habe gerade gesnackt. Wow. Und tschüss. Hier ist noch ein bisschen von dem Holz. Oh, es waren ein Sternenhase, glaube ich. So, wenn ich ihn noch erwische, nehme ich ihn mit. Aber ich glaube, er ist outsmarted, ne? Ja. Sind schon clever, die Biester. Vor allem flink. Aber müssen sie auch sein, sonst wären sie wahrscheinlich schon längst ausgestorben. Also ich meine auch in echt. Wenn Kaninchen nicht so flink wären. Irgendwie müssen sie sich ja anpassen. So, hör damit. Dann den hier nochmal weg. So. Sehr gut. Und wo ich gerade hier bin, nehme ich den auch nochmal mit. Es leuchtet da hinten. Ein Felsspalt, ne? Ne, das ist ein Gitter. Ich glaube, da ist eine Base. Ach, das ist die Base. Ja, ist auch eingetragen. Natürlich ist da eine Base. Gut. Dann hier hochgejumpt. Und man sieht da oben schon unser Häuschen. Das finde ich sehr satisfying. Fühle ich mich doch glatt ein bisschen sicherer. Was haben wir denn hier? Oh, hier ist eine Mine mit Kehl. Ja, aber die reiße ich nicht ab, ne? Die lasse ich schön, wie sie ist. Hier ist noch ein Bäumchen. Komm. Ich bin ein Greedlord. Ich kann nicht anders. Ich muss einfach. So. Dann roll mal down.